Herzlich willkommen im Anklamer Hof. Nun, Anklam ist die letzte große Stadt vor der Insel Usedom. Früher bekannt, dass man immer dran vorbeigefahren ist, und wir hoffen, dass wir mit der Eröffnung des Anklamer Hofes und dem Restaurant der Alten Post einen Anziehungspunkt geschaffen haben, um auch mal hier anzuhalten. Über die Entwicklung der Stadt ist man zu dem Schluss gekommen, dass es sich auch lohnen würde, dieses alte Gebäude hier komplett als Gastronomieobjekt, Projekt zu gestalten. So bin ich zu dem Projekt eigentlich gekommen und habe die gesamte Gastronomie-Konzept, die Planung und die Einrichtung eigenständig gemacht. Also rein theoretisch gesehen könnten wir 1000 Essen am Tag machen. Das ist von der Technik her, es ist jetzt, wir haben ja alles mit Induktion, wir sind sehr modern und haben auch darauf geachtet, dass wir wirklich effizient arbeiten können. Für mich fängt Gastronomie bei sauberen Gläsern, sauberen Bestecken und sauberen Tellern an. Für mich war wichtig, dass wir eine Trennung haben von Geschirr und Besteck, von den üblichen Küchen. Man sagt Schwarzgeschirr, also alles, was Töpfe, Pfannen, GN-Bleche sind. Und deswegen sind zwei Maschinen dort drin, einmal die normale für Geschirr und Besteck und die etwas größere für das Schwarzgeschirr. Nassmüllanlage. Jeder kennt heute diese Refu-Tonnen, wo eben Speisereste gesammelt werden in irgendwelchen Behältern, dann in der Küche oben stehen über Stunden, dann irgendwann in eine Refu-Tonne kommen, die wiederum in einem gekühlten Raum stehen muss und auch Kosten produziert. Wenn man das 43 Jahre, so lange wie ich diesen Beruf jetzt ausübe, mitgemacht hat, dann sucht man natürlich eine Möglichkeit, diese unschönen Dinge einfach zu umgehen. Und deswegen habe ich mich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt. Alle Mitarbeiter und ich im Speziellen, weil ich derjenige war, der sich dafür sehr stark gemacht hat, sind mit der Anlage der Firma Hobert sehr, sehr zufrieden, weil sie störungsfrei arbeitet. Wir sind jetzt 6 Monate im Betrieb. Es verschwindet alles. Es stehen keine Eimer mit Resten irgendwo rum. Und wir haben keine Geruchsbelästigung. Und es wird einmal im Monat dann mit den Tankwagen abgepumpt. Und auch dort muss man ja wissen, was passiert eigentlich damit. Das geht dann in eine Biogasanlage und wird eben auch noch diesbezüglich, finde ich, der Umwelt, sehr umweltgerecht weiter verarbeitet. Wodurch zeichnet sich Hobert aus? Durch den geringen Wasserverbrauch. Allein die was sich da getan hat. Früher hat ein Spülvorgang mit Austausch von, also nach dem, mit dem Frischwasseraustausch, das waren 20 Liter, die weggegangen sind. Heute haben wir 3 oder 4 Liter oder noch weniger. Man spart nichts mit alter Technik, sondern man verliert Geld, und zwar jede Minute, in der man arbeitet. Das ist einfach das Resümee daraus.